面白い話をしているようですよ。Oye, ¿alguna película así que vosotros recordéis de la infancia? Cuando era chiquitita, tal vez como 5 o 6 años, y es más porque mi mamá me cuenta que me encantaba Dumbo. O sea, yo veía Dumbo una y otra y otra. O sea, me podía pasar el día entero viendo Dumbo. El problema era es que la escena esa donde la mamá está en la cárcel y saca su trompita y arrulla a Dumbo, sí. Yo siempre lloraba. Entonces la ponía y estaba yo bien contenta y mi mamá sentía venir la escena y corría, la adelantaba. No sabía que iba a salir. Sí. Ah. Y yo nada más me soltaba y yo seguía muy contenta. Claro. Qué bien. Oye, vosotros en vuestros países, en México y en Argentina, ¿tenéis también cines de verano? Bueno, lo que nosotros llamamos cines de verano, por lo menos en España, son en verano, como hace muy buen tiempo, e incluso por la noche hace un poco de calor, no hace mucho frío. Pues en medio de una plaza, por ejemplo, ponen una pantalla súper grande, gigante, y entonces proyectan películas. Entonces la gente va con sillas, o sea, a veces hay sillas, pero a veces si son... No, en mi pueblo era llevar tu propia silla. Son pueblos más pequeños. Qué divertido. Sí, venden pipas, entonces mientras todo el mundo come pipas, hay mucho ruido además, está todo el mundo hablando y viendo la película al mismo tiempo. En mi ciudad, bueno, en Benidorm, donde yo vivía, ahí había un cine de verano, ¿no? Sí. Y había un montón de sillas y apuestas, no sé... Ah, pero eso es una ciudad. El encanto era... El día que ponían la película, se ponía sobre las 10 de la noche. Pues llegabas a las 6 de la tarde porque pasabas por la plaza y veías a toda la gente mayor ya sentada. Cogiendo sitio, ¿no? La película, ¿no? Como para coger sitio. En México no tenemos eso de cine de verano, pero supongo que es algo similar. Tenemos teatro. ¿Teatro? Que es así. Ajá, en las plazas, en las plazas grandes se ponen obras de teatro y son gratis. Y la gente va... Ah, sí, qué bien. Sí, es lindo. Qué bien. Bueno, además en México siempre es verano, entonces... ¿Verdad? 続いてはこちらをご覧ください。オラー、ソイマリナ、ソイジョルディ、イレスネストルパパ、ジョゼ。オラー、ケタル、ムイビエン。アキボサプレンデーパラブラスイフラセスエンスパニョルコチナンド。キボサコチナロイ。オイバモサプレパラウンポストレムイディベルティドパラディアデラマデ。ケビエン。バレ、プエス。バモス。Un regalo sorpresa para mamá. Algo fácil de preparar utilizando frutas. ¡Qué bonita base para adornar, ¿verdad? Pero no os preocupéis que no es necesario una base como esta. Muy bien. La palabra clave de hoy es... ¡Fruta! Pineapple. Piña. 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 Sacrambo, cereza. 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 Orange, naranja. 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 Banana, plátano. 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 Lingo, manzana. 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 Mira, primero vamos a necesitar la fruta. Sí. Esto, tenéis un palillo cada uno. Sí. Primero se hace el agujero con un pincho para después meter el palo, quedando así más bonito. ¿Qué? ¿Es fácil o difícil? Es muy fácil. Fácil, muy bien. Sí. Hoy he encontrado kiwi, piña, cerezas, pero podemos poner más frutas, ¿eh? Sí. Podemos sí. poner fresas, podemos poner... Ahora ya empieza a haber un poco de melón. Pero es importante que sean frutas que sean un poquitín duras. Mamá, ¿le gusta la piña? Pues vamos a poner mucha. ¿Crees que le gustará? Seguro que sí. Mirad cómo trabajan los chicos para sacarle una sonrisa a su madre. ¡Tachán! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Que le gusta mucho! Con más chocolate, apetece más. ¡Qué chulo, ¿no? Sí. Bonito. ¿Se ve así? ¡Está perfecto! ¡Muy bien! Pero parece que el regalo no es solamente esto. Y después también en casa lo que hacíamos era escribir tarjetas
y le poníamos cada año una cosa distinta. Pues gracias mamá por ser tan buena. Gracias mamá por tener siempre la ropa limpia. Cada año hacíamos una tarjeta distinta. ¿Cómo se dice itsumo adobaisu shite kurete arigato en español? Gracias por aconsejarme siempre. Vale, gracias. ¿Y tú, Marina, qué mensaje has pensado para tu madre? Yo he puesto gracias mamá por aconsejarme siempre. Yo le he puesto gracias por hacernos el evento cada día. Te queremos mamá. Bueno, ya está todo listo. Vamos a llamar a mamá. Muy bien. Ojalá le guste. Para el Día de la Madre, ¿qué os parece poner un mensajito junto al regalo? Hallo. Ich bin Heiner, Designer aus Berlin. Heiner studiert Design an der Staatlichen Kunsthochschule zu Berlin. Bald macht er seinen Master. Heiner ist in Berlin geboren und aufgewachsen. Das Graffiti, das in Berlin allgegenwärtig ist, hat ihn tief beeindruckt und seinen Wunsch, Designer zu werden, gefördert. Das sind Heiners Werke. Er legt verschiedene Motive wie Graffiti übereinander und designt daraus Muster. Dran druckt er sie auf Schals etc. Ich habe ein Praktikum gemacht bei Alexander McQueen in London und habe da viel gelernt über Design und wie auch Wirtschaft und Design funktioniert. Aber der Antrieb an sich ist immer noch der gleiche Antrieb wie aus dem Graffiti. Und zwar Sachen machen und gesehen werden. Ich glaube, das ist der Grund. Heute druckt Heiner ein neues Design auf Stoff, aus dem er T-Shirts machen will. Erst kommt die Farbe in die Form. Und schon sieht man die Berliner Silhouette im Graffiti-Stil. Jetzt muss der Stoff nur noch zugeschnitten werden, dann ist das T-Shirt fertig. Heiner hat hier 7 Jahre lang Design gelernt. Er kreiert nicht nur Werke, sondern er kümmert sich auch darum, dass seine Kunst bei möglichst vielen Menschen bekannt wird. Auch heute macht Heiner eine Performance in der Innenstadt. Zu Hause bereitet er die Farbe vor. Was hat er damit wohl vor? Heiner hat sich den belebten Alexanderplatz ausgesucht. Er malt ein Muster auf den Boden. Natürlich fragen sich die verwunderten Passanten, was er damit vorhat. Heiner malt sein Design auf den Boden, damit die Berliner sein Design kennenlernen. Das ist seine Performance. Die Farbe hat er aus Kreide und Mehl hergestellt. Nach einiger Zeit verschwindet sein Performancewerk wieder. Heiner malt still vor sich hin.
bis zum Abend. Hallo. Moin. Was machst du da? Was denkst du denn, was ich mache? Auf jeden Fall sieht nach einem bestimmten Zeichen aus oder einem Symbol. Irgendeine Bedeutung muss es ja bestimmt haben. So? Ja, das ist ein bisschen kompliziert mit der Bedeutung. Ich finde einfach nur dieses Muster faszinierend. Ja, und ich gucke es halt gerne an. Und ich dachte mir vielleicht, gucken wir das nochmal an oder so gerne. Und was denken die Berliner über Heiners Design? Also ich finde es an sich einfach, es ist wie so eine Art Kunstwerk, finde ich. Jeder sieht dann halt auch was anderes da drin. Ich interpretiere, dass das so wie ein Kreislauf ist. Wenn ich ein Viereck, also vier Steine nehme, dann dreht sich, wenn ich genau hingucke, dann dreht sich ein Naturkreislauf oder so. Ja, kann man da, also finde ich, kann ich mir so gut vorstellen. Heiner malt schon seit 5 Stunden. Jetzt unterschreibt er sein Werk noch und die Performance ist zu Ende. Aber was ist ja, also viele Leute haben mich gefragt, was das jetzt für mich ist oder was es bedeutet. Aber ich lasse mir halt auch den Freiraum, das nicht wirklich zu definieren. Aber ja, ich weiß gar nicht genau, warum ich das mache. So. Ich finde es schön. Es sind halt spannende Momente und ich finde, dass erst durch das Gesuche, was es ist, man den Moment des Erfassens auch wertschätzen kann. Heute treffen wir Heiner an einem seiner Berliner Lieblingsorte. Es ist eine Ruine voller Graffiti. Heiner war früher selbst Graffiti-Sprüher. Graffiti hat auch heute noch eine ganz besondere Bedeutung für ihn. Und ich finde, es braucht so diese ganzen Sachen, die dort entstehen, so dieses Graffiti, die Überlagerung. Das sind Sachen, die ich sehr interessant finde, von meiner künstlerischen Seite her, weil man einfach sieht, man sieht die Zeit. Man sieht sie durch die Pflanzen, man sieht sie durch den Schimmel, man sieht sie durch die Zerstörung und man sieht sie durch die Graffitis, die sich überlagern, Schicht für Schicht. Also Graffiti ist für mich halt auch als Phänomen eher Kunst als Graffiti selbst. Mmh.